Wildhagen, bin 49 Jahre alt, habe Familie, bin verheiratet, zwei Kinder, eine 14-Jährige und einen 9-Jährigen Jungen. Und beruflich ist es so, dass ich Erzieherin bin, aber auch Reiseverkehrskauffrau. Das heißt, ich arbeite in beiden Bereichen eigentlich sehr gerne, habe aber dann aufgrund der Kinder alles reduziert und habe jetzt wieder angefangen als Dozentin in der Familienbildung von Deutschland Kreuz. Mache da jetzt mittlerweile eben auch Verwaltung, das heißt im kaufmännischen Bereich wieder tätig, plus parallel in der Dozentenarbeit drin und habe mir, ja, über eine Freundin bin ich da eigentlich dazugekommen, die zu mir gesagt hat, das ist genau das, was du noch brauchst, Beate. Ja, und deswegen bin ich hier. Super. Also nicht nur für meine Kinder, also da bin ich dahinter gekommen, wenn es nicht für meine Kinder ist, dann ist auf jeden Fall Selbsttherapie für mich. Ich habe viele Blockaden gelöst und fühle mich damit wirklich super. Und das sind ganz einfache Methoden, die man anwenden kann. Die Methoden funktionieren auf jeden Fall hundertprozentig. Überzeugt hat mich tatsächlich, dass ich einmal meine Höhenangst bearbeitet habe und direkt danach aufs Dach gestiegen bin. Und es hat alles funktioniert. Ich bin ganz nah an den Dachfirst rangetreten und konnte ganz ruhig runtergucken. Und das war für mich so, ja, es funktioniert. Sehr authentisch. Er ist genauso, wie er in den Videos ist. Und er bringt es genau richtig rüber. Ja. Das ist genau die Lücke. Also in dem Umfeld, wo ich bin, zahlen die Eltern ganz gerne für Nachhilfe. Und jeder hat unheimlichen Leistungsdruck. Gerade im Gymnasium fangen die Kinder dann in die Pubertät zu kommen und sacken ab. Aber selbst in der Grundschule wird es schon immer viel schlimmer und die gehen zum Teil schon vor der Grundschule in Kumon, um sich schon fit zu machen für die Schule. Und der Druck ist so bei normalen Kindern, normal entwickelten Kindern schon so groß, dass man als Eltern auch schon die Nichtstun quasi Angst kriegt, ob man genug tut. Und das kann man ihnen eigentlich nehmen, mit so einem Coaching einfach nochmal zu sagen, man kann die Nachhilfe vielleicht, wenn wirklich Lücken sind, unterstützen. Ansonsten kann man das Kind fördern, dass es die Blockaden löst und sich ganz normal und von alleine entwickelt. Und mit Freude entwickelt und mit Freude lernt.